WePinto war für uns 3 Jahre lang die Hauptquelle, wenn es um die Football Leagues gegangen ist. Der die letzten 4 Jahre hier in Budapest gelebt hat. Er war für uns hier nur als John erreichbar. Er hat hier im Prinzip in einer Art Untergrund gelebt. Auch wenn er sagt, dass er für jeden erreichbar war, war er hier ein Mensch ohne Gesicht. Er selbst klassifiziert sich als Whistleblower, der versucht hat, eben mehr Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Wir haben das hier in einer Art Medienkonsortium gemacht. Und die ARD als unser Recherchepartner ist ebenfalls dazugekommen. Es ist eine absolute Extremsituation gewesen, unter der wir WePinto sprechen konnten. WePinto befand sich an dem Wochenende, an dem wir mit ihm geredet haben, in seiner Wohnung in Budapest. Er steht momentan unter Hausarrest, er trägt eine Fußfessel, er darf die Wohnung nicht verlassen. In der Woche zuvor war er festgenommen worden, unmittelbar vor seinem Haus, wie er uns geschildert hat. Es wurde sein Computer und wurden Festplatten konfisziert. Die portugiesischen Behörden drängen auf eine Auslieferung. WePintos Anwälte, er hat ein ganzes Team von Anwälten, die unter allen Umständen verhindern wollen, dass er ausgeliefert wird, weil sie befürchten, dass für den Fall der Auslieferung die Zusammenarbeit WePintos als Whistleblower mit Ermittlungsbehörden in Frankreich, in der Schweiz, in Belgien, die offensichtlich schon angelaufen ist, dann zunichte gemacht würde. Im Februar 2016 gab es das erste Mal für mich die Möglichkeit, mit ihm in einen persönlichen Kontakt zu treten, also ihn wirklich auch zu sehen und mit ihm zu sprechen. Von da an hat sich ein Vertrauensverhältnis zwischen uns insofern entwickelt, indem er mir immer mehr an Dokumenten anvertraut hat und gesagt hat, dass er über den Spiegel und über das Recherchenetzwerk EIC möchte, dass wir der Welt zeigen, wie korrupt, wie kriminell der Fußball tatsächlich ist. Die Daten von WePinto haben uns dabei geholfen, große Enthüllungen in Bezug auf Steuerhinterziehung zu machen, wie beispielsweise die millionenschwere Steuerhinterziehung von Cristiano Ronaldo. Das EIC hat über 800 Geschichten in den letzten 3 Jahren aus den Football Leagues beschrieben. Viele von diesen Geschichten haben später zu Ermittlungsverfahren geführt, haben auch dazu geführt, dass das Vereine verurteilt, sanktioniert wurden. Also der Datenberg, den WePinto uns zur Verfügung gestellt hat, ist gewaltig. Es sind über 3,4 Terabyte und über 70 Millionen Dokumente, die er uns zur Verfügung gestellt hat, an denen wir nach wie vor mit einem großen Team beim Spiegel und auch beim EIC arbeiten, die wir versuchen nach wie vor zu durchsuchen, durchsuchbar zu machen und daraus weiterhin auch Geschichten zu finden.